Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Backpack Battles. Geht langsam Richtung Full Release. Kleines Update ist mit rausgekommen, paar kleine Änderungen. Aber so viel wird jetzt erstmal nicht dazu kommen, weil der Full Release natürlich kurz vor der Tür steht. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir so kriegen können. Ich glaube, das ist eine gute Variante. Ja, neue Charaktere sollen dann reinkommen. Zumindest sieht es nach dem Trailer so aus. Neue Items auf jeden Fall. Alles mit dabei. Ist ja bald soweit. Ein Monat noch. Dann kommt Backpack Battles Full raus. So, Fuck ist schon mal da. Heißt, wir könnten jetzt hier mit dem Knoblauch noch arbeiten. Schweinchen könnte ich mitnehmen zum Investieren für später oder ich nehme den Spike mit. Ich glaube, ich werde einfach mal rollen. Besen wäre nicht schlecht, dann hätte ich eine Schaufel. Ich glaube, ich will bei der Pfanne bleiben. Stein kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Und die Customer Card nehme ich auch einfach mal mit. Dann kriegt man eher unsere High-Tier-Items. Hier ist schon mal eine Schaufel am Start. Reicht aber nicht aus. Ein günstiger Speer. Holy shit. Das ist gut. Das ist richtig gut. Jetzt könnte ich die Fackel natürlich wieder verkaufen. Oder ich lasse die drin und nehme die Pfanne raus. Ich glaube, ich lasse die Pfanne drin. Nehme die Fackel raus. Ordne das Ganze hier nochmal so ein bisschen um. So. Ja. Wobei ich könnte die zweite Banane noch gut gebrauchen. Da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier reinbekomme. Am besten so, ne? Da ist die Banane zwar nicht mit drin, in der Pfanne, aber noch ein Pilz. Die beiden safen uns mal für nächste Runde. Weil ich kann den Stein verkaufen. Kann ich das Funny Pack schon mal holen. Dann bin ich hier schon mal gut ausgestattet. Baue das Ganze so um. Da ist auch alles dabei. Und dann habe ich hier zwei Plätze frei. Das sieht gut aus. Und aktuell. Der hat ja gar keine Waffe. Wie will denn der Gewicht? Ja, sinnlos. Also er hielt sich so ganz gut hoch, aber das war's dann auch schon. Trank ist sehr gut. Trank nehme ich mit. Doch gleich verbessert. Ja, den Pilz dann hebe ich dann für die nächste Runde auf. Ja. So, er hat hier eine Schaufel und Fackel schon dabei, starres Schild. Der Gubat. Aber hätte es besser platzieren können, dass der Gubat besser triggert als mit dem Knoblauch. Wir haben auch einen Gubat. Können den Gift-Gubat machen. Mit dem zweiten Pilz. Zweiten Pilz könnte ich den Giftgubat machen. Ich muss es halt nur irgendwie reinkriegen, dafür habe ich gerade keinen Platz. Ich glaube, dann warte ich einfach noch eine Runde. Das nehme ich schon mal mit.
Dann warte ich mal noch eine Runde, bis ich dann genug Platz habe, um das Ganze einzupacken. Die Besenfackel, Stachel und zwei Bananen. Könnte eng werden. Schaffe ich nicht. Der hält sich zu gut hoch. Da habe ich noch nicht genug Schaden. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Und das ist gut. So, wir lassen den erstmal zum Giftgeburt werden. Lass mich mal kurz reinschauen. Ob hier was geändert wurde? Nein, ist immer noch mit dem. Okay, aber die... Was kann ich mit der Strong Gift Potion machen? Kann ich... Brauche ich damit? Nein, da brauche ich die kleine. Okay. Aber die kleine nehme ich auf jeden Fall mit. Die kann ich dann... mit einem Giftdagger verbinden. Kann eine Giftpfanne draus machen. Und da haben wir Full Gift. Der macht mich ganz schön weg, ne? Holy shit. So, Giftgrubert ist da. Hier ist der Decker. Ja, aktuell fehlt es mir so ein bisschen an Platz. Die Krone ist natürlich auch cool. Gerade wenn die jetzt reduziert ist. Nehme ich die einfach mal mit. Und dann muss ich mal so ein bisschen irgendwie Platz schaffen, umbauen. Brauche auf jeden Fall mehr Taschen. Also wirklich komme ich jetzt noch nicht zurecht. Ja, das wird ein knappes Rennen. Aber da hat einen kleinen Vorteil gehabt. Er hat auch ganz schön viele Steine drin gehabt. So, Gift ist da. Wir könnten natürlich den Dolch mitnehmen, um noch mehr Debuffs zu machen. Das ist sehr gut. Für die Tränke. Für die Tränke sehr gut. Die Flöte ist auch nice. Aber ich brauche dringend Platz, damit ich den Giftgrubert ausnutzen kann. Noch ein Speer. Pfanne weghauen. Für zwei Speere. Nee. Nee. Tasche ist gut. Dann kann ich das zumindest schon mal so machen. Mana brauche ich auf jeden Fall auch. Wenn ich den heiligen Speer verwenden will, damit da überhaupt was passiert, brauche ich dann auf jeden Fall Mana. Jetzt geht's los. Jetzt haut der Giftgrubert rein. Oder Giftdecker natürlich. Das wollte ich haben. Sehr gut. Günstige Rüstung, auch nicht schlecht. Wir machen das erstmal so. Ah, die kriege ich schlecht rein, na. Aktuell kriege ich das schlecht rein. Aber Rüstung ist schon cool. Halte ich ein bisschen länger durch. Ich könnte eine Banane wegballern. Ich könnte Banane wegballern. Dafür den Schild erstmal rein. Die Customer Card raus. Das sieht doch optimal genutzt aus. Dr. Froh. Ja, Gift geht schon ordentlich hoch. So soll das auch sein. Er hat keine Chance.
Der Schild, der der Schild, würde ich sagen, die Rüstung, die war echt richtig, die zu holen. Der hat mich ja kaum angekratzt. Zack. So, Giftpfanne ist da. Die kann ich auch sehr gut. Im besten Fall kann ich das dann noch so ein bisschen umdrehen. Jetzt ist es aktuell so. So ist besser. So ist schon mal besser. Ja, Glück habe ich gar nicht. Das ist auch nicht schlecht, um dann mein Gift hochzupacken, aber ich brauche mehr Taschen. Den Stein mit. Mana sehr gut, das auch sehr gut. Das heißt, wir verschieben das alles ein bisschen nach hinten. Im besten Fall sieht das Ganze so aus. Dann wird das komplett ausgenutzt. Ich kann hier noch den Knoblauch hinpacken. Dann ist auch die Pfanne voll ausgenutzt. Das ist gut ausgenutzt. Dann kriege ich den Schild trotzdem noch mit rein. Den Decker erstmal so, ne? Das nehme ich auf jeden Fall mit, genauso wie das. Mana ist extrem wichtig aktuell. Das ist auch nicht verkehrt, ne? Wenn ich die Rüstung behalten will. Ich save das mal und guck mal, was nächste Runde kommt. Alter, 4 Q-Boards. Der macht sich den Rainbow Gubot. Macht jetzt den Steel Gubot mit dem Hero Sword und mit dem Lightsaber das andere. Habe ich noch nie gehabt, den Rainbow. Aber da muss man halt wirklich drauf gehen, damit man den dann kriegt, ne? Kleine Tasche. Macht schon Sinn, dann kann ich den mit reinpacken. Und dann ist sowieso die Kohle alle. Dann hebe ich den Rest für nächste Runde auf. Okay, er hat ordentlich Mana. Die Genie-Lampe haut jetzt rein. Der Drache wird fett. Aber ein bisschen zu lang gebraucht. Das ist natürlich noch mal cool. Dämonic Flask und den Crystal. Ich brauche Taschen. Ich krieg hier gute Sachen, aber ich habe keinen Platz. Das ist scheiße. Nehme ich auf jeden Fall mit, der ist günstig. So, Dämonic Flask haut auf jeden Fall auch rein. Das kann ich natürlich nicht weiter vorpacken. Funktioniert nicht. Ich könnte das Ganze so alles nochmal ein bisschen verschieben, dann geht das zumindest ein bisschen schneller. Dann haue ich das hier hin. Kann die Strong Demonic Flask draus machen. Ja, hau die Pulle mit rein. Ist, glaube ich, erstmal nicht ganz so wild. Ist gut, dass das getriggert wird hier. Die Pulle bleibt erstmal da. Und dann brauche ich auf jeden Fall mehr Platz. Irgendwie immer zu wenig Platz. Der haut mich sowas von weg. Da habe ich ja gar keine Chance gehabt. So, noch ein Gubat brauche ich nicht. Schild
Nicht schlecht, aber ich behalte den, den habe ich schon aufgewertet. Einen Dagger kann ich noch mitnehmen. Kann ich noch einen Giftdagger draus machen? Dann sowieso. Taschen. Taschen, sehr gut. Können jetzt sogar das Ganze so machen. Trigger trotzdem, da habe ich noch ein bisschen Platz dann. Ich glaube, ich packe einfach den Stein noch mit rein und gehe in die nächste Runde. Ja, noch so ein Trankgürtel wäre noch geil. Hat schon ordentlich Gift drauf. Der kackt da auf jeden Fall ab. Meine Pullen sind zwar raus, aber Gift ist immer noch zu fett. Hat gar keine Chance. Sehr gut. Da ist er. So. Was macht hier am meisten Schaden? Die Pfanne macht schon 9 bis 11. Krass. Macht 5 bis 12. Pfanne ist schon fett. Corrupted Crystal noch mal drauf. Mal ein bisschen reinkritten. Ananas ist, glaube ich, nicht schlecht für den Spike. Wenn ich die hier reinpacke. Muss ich eine Banane aufgeben? Oder ich packe die hier oben rein. Pass auf, wir machen das so. Dann hau ich die Banane erstmal so ran. Ja, ich mache noch einen Reroll. Nehme ich mir für nächste Runde mit. Und das war's. Sieht aber schon sehr gut aus, muss ich sagen. Okay, 3 Karotten. Viel Rüstung. Moment. Herzcontainer. Neues Item. Alle 3 Sekunden. Ist ein bisschen verlangsamt. Wegen Frost bekommt er eine Regeneration und er nutzt 7 Regenerationen, kriegt 80 Max Leben, 3 empowered und deine Heilung ist um 15% erhöht. Was ist das denn? Das ist ja übelst krass. Und der erste ist schon raus, ne? Ach du Kacke. Eine Ausdauer geht flöten. Warum sind die jetzt wieder voll? War auch gerade einer leer. Ah, ist ja fett. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann können wir auch fürs Erste das Ganze nach unten verlagern. Dann hat der Speer mehr Durchdringung. Noch ein Decker. Kann ich auf jeden Fall mitnehmen, schadet nicht. Noch eine Rüstung. Könnte ich auf jeden Fall da oben reinpacken, dann scheiße ich auf die Durchdringung. Dann habe ich 2 Rüstungen. Schon stark. Da ist er. Aber ich bin jetzt nicht auf Regeneration gegangen, also macht es wahrscheinlich wenig Sinn. Polyarmor wäre cool. Könnte ich dann da einpacken. Save ich mir mal für nächste Runde.
Dann kann ich auch immer noch das verkaufen für die Holy Armor. Aber 4 Regeneration habe ich halt nicht. Und da macht das Herzcontainer. Auch 5 Blind ist schon drauf. Rainbow Cooper haut rein. Was? Über 20? Ach du Scheiße. Ich meine, er hat 50 Gift drauf gehabt, aber 25. Genauigkeit ist mini, also. Mega fetter Rainbow Cooper. Gut, das nehmen wir mit. Tauschen das einmal. Du kommst weg. Das nehme ich alles mit. Der ist schon nicht verkehrt. Das ist alles noch so ein bisschen. Kann ich das noch nach unten verlagern? Erstmal so machen, haut gut hin. Da liegen meine 3 Steine da und ja, fertig. Nächste Runde der Potion Belt noch. Drei Herzcontainer, 2 Wolper-Dinger. Die Buffs, die der hat, die sind ja unglaublich. Guckt euch das mal an. Er hat 550 Leben, ich habe 290. Krasser Shit. Ist für Regeneration gebaut. Ach du Scheiße. Ja klar. Und Vampirismus dadurch, dass die 2 Hungry Blades das umwandeln. Ach du Kacke. Das wird vielleicht neue Meter. Schauen wir mal. Zumindest aktuell ist es möglich. So, den nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist klar. Ich könnte auch eine Ananas reinpacken. Aber ich könnte auch noch einen Mana-Orb reinpacken. Damit mein verdammter Speer auch endlich mal triggert. Steinsack brauche ich nicht. Roll nochmal. Hat mal einen Stachel, ist nicht Wurf. Wir machen das so und gehen die nächste Runde. Steine sind drin. Hä? Was ist das? Das ist doch Troll. Okay, sowas sieht man dann halt auch nur im Unranked-Modus wahrscheinlich. Das ist einfach Troll. So, Genie Dumpe wird wahrscheinlich nicht triggern können. Hungry Blade, ich habe keine Regeneration, wobei ich die Waffe an sich ganz gut nutzen könnte. Wolpertinger. Noch ein Trankgürtel. Ich habe noch 15 Piepen. Was können wir aus 15 Piepen machen? Lass mich kurz überlegen. Ich könnte den Potion Gürtel kaufen, hier hinpacken. So. Habe ich noch 10. Ich könnte da den Hammer mit reinpacken, rein theoretisch. Oder noch die Holy Armor. Die kriege ich irgendwie noch reingepresst. Irgendwo hier hin wahrscheinlich. Das hier noch so ein bisschen drehen. Dann kriege ich die hier auch noch reingepresst. Das sieht gut aus.
könnte ich mitnehmen, meine zwei Steine reinpacken noch. Also meinen Stein und den Knoblauch. Aber ansonsten. Ne, den Hammer, den will ich jetzt nicht unbedingt haben. Vielleicht kriegen wir in der nächsten Runde noch was Besseres. Ich habe ja noch. Na okay, ist letzte Runde. Komm, wir rollen. Nehme ich die Flasche noch mit. Ende Gelände, letzte Runde. Entweder bin ich tot oder ich habe gewonnen. Mega Tech Speed auf seinem Mana First. Gifthauler Boden nicht rein. Jetzt hat mein Speer getriggert, wo es zu Ende war. Krass. Ja gut. Gift und Armor gehen halt immer, ne? Das war's mit der weiteren Runde Backpack Battles. Schaut gerne bei den anderen Videos vorbei. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ein Like. Bis dahin wünsche ich euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.